Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es den Lesemonat für den Monat März. Boah, ich musste gerade mal eben überlegen, was für ein Monat denn gerade vorbeigegangen ist. Ja, der Monat ist schon wieder vorbei und ich muss sagen, ich habe eigentlich ganz gut was gelesen. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Bücher gelesen und ich habe ein Buch gehört. Also doch ganz gut, wie ich finde. Und ich bin meinem Leseplan sehr treu gewesen. Ich habe eigentlich alles geschafft, außer zwei Bücher. Und dazu noch gleich noch mehr. Da erzähle ich euch gleich noch was zu. Und ja, im Großen und Ganzen sind das sogar relativ dicke Bücher. Deswegen bin ich auch so zufrieden, dass ich so viel geschafft habe. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an mit dem ersten Buch. Das erste Buch, was ich gelesen habe. Und somit habe ich dann die Haupttrilogie da beendet, und zwar ist das Trinity, tödliche Liebe von Audrey Carlin. Ich werde jetzt hier nicht viel dazu sagen, wie gesagt, das ist ein dritter Band und es gibt auch eine Rezension auf meinem Kanal. Die verlinke ich euch hier oben und in der Infobox, falls euch das interessieren sollte. Es gibt auch zum zweiten und zum ersten Band auch eine Rezension. Und ja, im Großen und Ganzen hat mir die Reihe ganz gut gefallen. Der letzte Band war meiner Meinung nach der beste und stärkste. Er hat 4,5 Sterne gekriegt von mir. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, guckt euch einfach die Rezension dazu an, wenn euch das interessiert. Und ja, das war auf jeden Fall ein guter Start in den Monat. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich so viele gute Bücher dabei hatte. Ich habe so viele, also wirklich, ich habe nichts unter 4-Sterne-Bewertungen dabei. Und ich habe auch meine ersten richtigen 5-Sterne dabei. Also ich habe bisher noch keinem Buch 5 Sterne gegeben. Noch keinem. Wirklich, es ist total heftig. Und ja, dann habe ich als nächstes mit Jessie vom Kanal Melody of Books Der Kuss der Lüge gelesen von Mary E. Pearson, die Chroniken der Verbliebenen, der erste Band dazu. Ich weiß gar nicht, wie, was für eine Reihe, also ob das eine Trilogie ist oder ob es nur 2 Bände gibt, kein Plan, weiß ich nicht. Ja, aber im Großen und Ganzen hat uns dieses Buch wirklich sehr gut gefallen. In diesem Buch geht es um Lia, sie ist die Königstochter von Morrigan, wie auch immer. Und auf jeden Fall ist es so, die erstgeborene Tochter sozusagen wird verheiratet an ein anderes Königshaus und das passiert ihr dann in dem Sinne auch. Aber sie hat total keine Lust auf diese Hochzeit und kurz vor ihrer Hochzeit entscheidet sie sich dann dazu, dass sie flieht und ja, geht dann in ein etwas entfernteres Dorf und versucht sich dort ein Leben aufzubauen. Und dort trifft sie dann auf 2 gut aussehende junge Kerle und einer davon ist der Prinz und der andere davon ist ein Attentäter, der auf sie angesetzt worden ist. Ich kann das Wort nicht aussprechen, warum? Genau, auf jeden Fall weiß sie nicht, wer davon wer ist und ja, genau, also die sind halt sozusagen undercover da unterwegs. Ja, im Großen und Ganzen hat mir das sehr gut gefallen. Ich habe dem Buch 4,5 Sterne gegeben. Es hat mir noch so einen kleinen Ticken gefehlt. Es war zwar sehr gut und flüssig zu lesen, aber zwischendurch war es doch sehr detailliert auch noch geschrieben, fand ich. Und zu lang gezogen. Deswegen nur 4,5 Sterne, aber das Ende war richtig, richtig gut und ich freue mich sehr, weiterzulesen und bin gespannt, wann der zweite Band rauskommen wird. Dann kommen wir jetzt zu einem meiner 2 Mega-Highlights in diesem Monat. Und zwar habe ich das zusammen mit Lucia vom Kanal Magical World of Books gelesen. Und zwar ist das Night School, Das kein Trauen von CJ Daugherty, wie auch immer. Ja, egal. Auf jeden Fall hat uns dieses Buch mega, mega, mega begeistert. Uns hat uns beiden richtig, richtig gut gefallen. Es war in diesem Jahr das erste Buch, was mich so gepackt hat, dass ich nicht aufhören konnte zu lesen. Und das so unglaublich spannend war, dass sogar mein Puls mega hochgegangen ist. Und ja, ich fand es richtig, richtig gut. Night School wird bestimmt jedem von euch da draußen ein Begriff sein. Oder zumindest den meisten von euch. Wenn ihr dieses Genre so liest. Auf jeden Fall geht es in diesem Buch um Ellie, die auf Chimera kommt. Das ist ein Internat. Und ja, auf diesem Internat gibt es ein dunkles Geheimnis. Und es kommt dann zu mysteriösen Vorfällen und sogar auch zu einem Mord.
Und ja, es spielen auch noch zwei Jungs mit eine Rolle und es ist super spannend. Es ist so genial. Wie gesagt, wir haben den beiden 5 Sterne gegeben. Das war mein erstes richtiges Mega-Highlight in diesem Jahr auf jeden Fall. Also es hat mich richtig begeistert. Und im nächsten Monat werden wir direkt den 2. Band lesen. Und ich freue mich schon so sehr, dieses Buch, diese Reihe weiterzulesen. Wirklich, ich glaube, das ist das Buch, auf das ich mich am meisten freue. Ja, wirklich, hat mich mega begeistert. Auf jeden Fall große Empfehlung. Dann kommen wir jetzt zu meinem 2. Mega-Highlight und meinem 2. 5-Sterne-Buch. Und zwar ist das von Mona Kasten, Trust Again, der 2. Band der Again-Reihe. Mir hat ja schon der 1. Band richtig gut gefallen, aber ich muss sagen, der 2. Band hat mir noch besser gefallen. Das ist so, so gut. Ich liebe einfach diese Charaktere und ich liebe einfach Spencer. Hallo, Spencer. Ich finde Spencer einfach mal so viel besser als Caden. Obwohl er auch echt, ja, gut ist und so, aber Spencer ist halt echt ein Schnuckel, ne? Ja. Auf jeden Fall geht es, im 1. Band ging es ja um Ellie und Caden. Und in diesem Band geht es jetzt um Dawn, die beste Freundin von Ellie. Und wie gesagt, um Spencer. Die sind halt in einem Freundeskreis sozusagen. Und ja, sie sind eigentlich so unterschiedlich. Und es geht halt so ein mega krasses Geheimnis in der Vergangenheit von beiden in dem Sinne schon. Und deswegen ist es halt sehr schwierig. Und Spencer steht halt schon seit langer auf Dawn. Und läuft ihr halt schon Ewigkeiten hinterher und Dawn möchte halt wegen aufgrund ihrer Vergangenheit keine Beziehung. Und ja, deswegen, es birgt einige Konflikte mit, es bringt Konflikte mit sich in dem Sinne. Und es war so, so gut und ja, auf jeden Fall sehr verdiente 5 Sterne. Ich freue mich tierisch auf den 3. Band, der im Mai, glaube ich, erscheint, in dem es dann um Sawyer geht und Isaac, glaube ich. Ja, genau. Dann habe ich auch gelesen Paper Princess von Aaron Watt, die Versuchung, der 1. Band einer Trilogie. Ja. Dieses Buch hat mich am Anfang sowas von aufgeregt, muss ich ja mal sagen. Es hat mich so genervt. Aber dieses Ende, meine Fresse, ich muss unbedingt weiterlesen. Ja, auf jeden Fall geht es in diesem Buch um Ella und ihre Mutter ist vor kurzem verstorben an Krebs. Und sie steht jetzt alleine da. Sie geht tagsüber zur Schule und verdient abends ihr Geld in einer Bar. Und ja, auf einmal steht da halt der Multimillionär Colm Royal, der behauptet, dass er ihr Vormund ist, obwohl sie ihn gar nicht kennt. Und kurzerhand nimmt er sie mit, entführt sie so halb, in seine Villa und Ella lebt auf einmal mega im Luxus und lernt dann seine 5, wie nennt man das hier, Söhne kennen. Die wirklich solche Arschlöcher sind. Wirklich. Die finden sich richtig scheiße. Und ja, einer ist besonders ätzend zu Ella, aber sie fühlt sich irgendwie zu ihm hingezogen und ja. Ja. Ich muss sagen, am Anfang haben mich die Charaktere so unglaublich genervt. Zum Ende hin wird es besser. Und auch diese ganzen Aktionen, ich habe mich richtig aufgeregt, als ich das gelesen habe, muss ich schon sagen. Das Ende war einfach mal mega krass, das Ende, und ich muss unbedingt den 2. Band lesen, auf jeden Fall. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne eine Rezension dazu drehen, dann kann ich mehr dazu sagen, weil jetzt möchte ich natürlich nicht spoilern, falls ihr es nicht gelesen habt. Ich habe dem Buch jetzt noch gerade so 4 Sterne gegeben. Es war jetzt nicht so mega, weil am Anfang hat es mich wirklich so tierisch genervt. Aber ich konnte es wirklich sehr flüssig lesen. Es ließ sich sehr schnell lesen, komischerweise auch. Und wie gesagt, das Ende ist heftig. Echt. Dann kommen wir jetzt zum letzten Buch, was ich aber als Hörbuch gehört habe. Und zwar ist das Percy Jackson im Band des Zyklopen von Rick Riordan, wie auch immer. Der 2. Band der Percy Jackson-Reihe. Ich habe ja den 1. auch als Hörbuch gehört und ich muss sagen, mir hat das 2. auch richtig gut gefallen als Hörbuch. Ja, ich habe dem jetzt auch 4,5 Sterne gegeben, weil ich das echt sehr spannend fand und es konnte auf jeden Fall mit dem 1. Band mithalten, meiner Meinung nach. Also ich fand das wirklich sehr, sehr spannend.
Und ich habe das Buch auch nicht als Film gesehen vorher. Deswegen fand ich das sehr, sehr gut, weil es komplett neu war für mich und hat mir sehr gut gefallen. Ich werde jetzt nichts erzählen. Es ist natürlich ein neues Abenteuer von Percy Jackson. Ich denke mal, viele von euch kennen es. Ja, hat mir wie gesagt sehr gut gefallen. Und ich werde demnächst dann irgendwann mal weitermachen mit dem nächsten Hörbuch. Und die gibt es ja alle auf Spotify, kann man die alle hören. Und finde ich richtig, richtig cool. Und mal sehen, wann ich dann den dritten Band lese. Ich habe den jetzt erstmal nicht in meinen Leseplan mit reingenommen für April. Aber vielleicht werde ich das dann auch schon hören. Mal sehen. Ihr werdet es ja auch dann sehen. Ja. Genau, das war jetzt mein Lesemonat. Ich bin sehr zufrieden damit. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr so gelesen habt. Beziehungsweise schreibt mir euer Monatshighlight mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was euch am besten gefallen hat. Und ja, das war es jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das mal gerne einen Daumen nach oben da oder ein kostenloses Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.